Ja, bringt euch in Sicherheit. Wir müssen hier durch. Bett ist. Anders kommen wir nicht zum Wahlmarkt. Schnauze, der Durchgang ist derzeit gesperrt. Öffnet das Tor. Wir müssen hier durch. Verzieht euch, wir haben unsere Befehle. Wett! Ich bin noch echt zu nichts nütze. Das stimmt doch nicht, Wedge. Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ja, ich auch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr? Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen. Komm schon! Hier lang! Schnell! Hey, warte! Wedge! Zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite! Ich hole Marlene! Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit! Also einer von den beiden Charisten ist nicht so nett, sag ich. Die Platte stürzt ein! Ihr müsst hier weg! Ja, alle weg hier! Ja, alle raus hier! Ihr müsst schnell von hier fliehen! Und zwar weit weg! Hm? Warte mal! Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt! Noch ist er es. Aber... Die Platte wird einstürzen. Ja. Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los, leitet die Evakuierung ein. Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Gehörst du auch zur Avalanche? Nur eine Freundin. Dann sag doch bitte Tifa, dass ich draußen auf sie warte. Wenn ich sie sehe, werde ich sie sagen. Ich muss zum siebten Himmel. Die meisten sind hier noch ganz gechillt, obwohl der Rambazamba ist. Hier ist es nicht sicher. Verschwinde, solange du kannst. Da ist er. Seht mal. Oh nein! Das Ding stürzt ab! Das war knapp. Ja, Eris, aufstehen. Wir haben gerade leider keine Zeit für Schmerzen. Wir müssen das Mädchen retten. Die gute Marlene. Verdammt! Wo sollen wir denn nur hin? Dort vorne kommt man wohl noch durch. Es muss doch irgendwo einen Weg geben. Ja, das hier sieht gut aus, wo wir gerade unterwegs sind. Bin weiter! Jetzt beeil dich!
Na los, nun macht schon! Hier! Los, hier lang! Schnell! Da vorne! Ich bring dich hin! Eine nach dem anderen. Ganz vorsichtig. Gleich haben wir es geschafft. Und falls ihr euch fragt, warum laufen nicht alle hier, ich würde sagen, vor Panik? Attacke? Wir gehen ganz langsam. Verdammt, mein Bein. Wir gehen ganz vorsichtig. Kann mir irgendwer sagen, was hier los ist? Ramba Zamba ist los, das kann ich dir sagen. Das sollten wir besser. Keine Sorge, dir passiert nichts. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann schaffen wir es hier raus. Hier ist es zu gefährlich. Wir müssen zum Wallmarkt. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Papa! Na, ein Glück. Ah, aber wir haben noch jemanden zu retten hier. Nicht. Das ist zu gefährlich. Sorry, aber wir müssen da hin. Jetzt ist alles vorbei. Lass mich durch. Gleich geschafft. Pass auf. Und krass, das Shinra das Ganze hier. Wow! Ja, noch ein verloren. Spart uns Zeit. Und bei euch? Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Das war gerade ein bisschen creepy. Aufstellen. Ganz vorsichtig. Nicht, dass irgendwas ja schrammig wird. Hoffentlich geht es ihr gut. Ja, hoffen wir mal. Ah, da geht's zur Bar. Ihr bremst ein bisschen. Halt durch, ich komme. Hier drin. Wir haben zu Hause. Nein, falls ihr fragt, Eris kann nicht starten. Dafür ist keine Zeit gerade. Ich höre da was. Hallo. Du bist Marlene, stimmt's? Ja, bist du. Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Oh. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Das ist schlimm. Aber Zuhause ist, wo die Familie ist, nicht? Gehen wir? Duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich.
Vergiss es nicht. Na komm. Ich bring dich zu meinem Haus. Da habe ich ganz viele Blumen gepflanzt. Darf ich auch welche pflanzen? Natürlich. Was sind denn deine Lieblingsblumen? Mal überlegen. Schluss mit dem Versteckspiel, Eris. Also, viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht. Kurze Pause jetzt zum Erklären. Warum hat Reno hier gerade den Hubschrauber abgelenkt? Da sage ich nur, wenn ihr das Original gespielt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich warum. Ich sage nichts dazu. Und warum hat Eris die Marlene Kalle so toll schnell getröstet? Das ist auch eine sehr interessante Sache. Ich will auch nicht viel erklären. Es kann ja so viel passieren hier. Es ist einfach gut und mutig. Sowas von aufhalten. Ihr entkommt uns nicht! Ihr könnt es trotzdem versuchen! Ich bin bereit. Dann lass mal die Drohne hier weg. Ich leg los. Cloud, du darfst mal hier die Gegner anblitzen. Und du hier. Hey. Komm etwas näher. Etwas näher. Putzel! Kommt noch ein bisschen näher, komm. Hier ist langweilig! Sorry, ich bin beschäftigt! Ah, einmal, einfrieren! Ja. Na los, hau schon ab! Ach, nervige Drumgegner. Denn bei was mit Melee passiert ist mit Eris, merkt euch das für später. Für viel später. Also fragen, wie viel später? Sehr viel später. Sollte man auf jeden Fall hier verbleiben. So, es gibt ja mehrere Drohnen. Dann übernimm. Die mich zu Tode nerven. Oh, einmal mit Blitz. Blitz! Dann eins.
haben wir noch weitere zwei. Sollten machbar sein. Aber der hat viel mehr. So schön wie Eis. Jetzt war ich anfällig auf Eis und macht auch ordentlich Schaden. Putz. Ja. Na, dann bleib halt, wo du bist. Nur tue ich ja auch, du Hubschrauber. Fika. Reno. Hast du immer noch nicht genug? Nein. Wird schon irgendwie klappen. Ah, die Gegenschütze wieder. Schnell besiegen, bevor die Kante haben, wie immer. Das kann mich ziemlich auer machen. Ach, warte mal. Eins. Da gibt's mehr als ein Geschütz. Zwei und Nummer drei. Melli weg. Dankeschön. So, kurze Heilung. Wir mal sehen. Versteckst du dich vor mir? Nein, nicht unbedingt. Ich stehe nur falsch für dich. Ja, weiter hoch, wir müssen hier. Das Versteckspiel ist vorbei, komm raus! Ah. Alle ihr beiden. Könnt ihr euch mal kurz umdrehen? Dann kann ich eine schöne Markierung zaubern. Ah, ups! Na, Problem ist, wenn der erste liegt und der zweite davor ist, dann kann man das nicht so gut schaffen. Zack! Eins. Und du bist Nummer zwei. Halt nicht viel aus, wenn man sie von hinten angreift. Aber von vorne ist es fast unmöglich. Träumt schön weiter! Also ich soll weiter träumen? Habe ich das richtig verstanden? Warum gibst du nicht endlich auf? Wir sind noch nicht ganz oben. Das war irgendwie schwierig. Gibt's hier was? Ja, hier gibt's Gegner, aber die müssen nicht sein. Oh, da hängt einer. Nicht so schön. Ganz viele Granaten hat die Dame unterwegs. Jesse. So, wo geht's hier weiter hoch? Ah, hier ist ein Stieg, gell? Ah, Platz da! Wir wollen hier durch! Da, dreh bitte! Oder auch nicht! Hallihallo, Hallöchen! Ach, ah, Hallöchen! Wenn du das auch vorbeischneidest. Wenn dieser Hubschrauber so Geräusche macht, macht er immer sehr viel Schaden. Also schön. Die Etage unter Kontrolle. Was treibst du denn? Das sind doch nur kleine Fische. So gern sind wir nicht. Ich mache mich jetzt an die Aktivierung. Roger. Den Rest überlasse ich euch. Ah, das klingt nicht gut. Er sagt, er ist aktiviert. Oh. Upsi, ups. Jetzt kann ich heilen. Das klingt nicht gut, die Aktivierung. Ich hoffe, wir können es wieder deaktivieren. Das klingt so, als hätten sie eine Sprengladung muss was aktiviert. Ah, Spezialkompetenz. Lange, dass wir einen gesehen haben. Ewig nervig wie immer, der Gute. Ausweichen am Ende. Ach, wupp! Danke, das Gegner noch immer nicht. Ach, Gegenschütze. Recht blitzig mal so ordentlich hier.
Tifa, du darfst mal ein Eis auf den Super-Kontakten dahinten machen, der gerade oben ist. Autsch. Falls sie nicht gerade geschlagen wird. So, zuerst die MG-Geschütze weg, die sind leicht zu besiegen. Ja, wieder ein Blitz. So, ich hätte gerne Barriere für Tifa, die halt Kabinen aus. Ah, diese Gegner! Nervig immer. Können wir aufhören, bitte zu fliegen? Nein? Das wäre aber nett. Warte gerade, bis meine ATP-Leiste voll ist. Dankeschön. Dann gibt's hier ein kurzes Aero. Ah, der ist angreifbar. Blub, blub. Hallöchen. Darf ich mal hier hochschauen zu dir? Autsch. Nee, darf ich nicht. Gut. Aber ich wechsle mal Chakra. Blub, blub. Schöne Heilung. Nervige, knackige Gegner. Blitzel. Die machen Schaden. Doch immer. Keine kommen. Jetzt gebe ich alles. Du. Ja, zieh dich. Ich bin bereit, Schiff. Und du hier? Da geht mir so richtig auf den Keks gerade. Nicht schlapp. Tschüss dich. Ja, ich habe gesehen, das Limit war voll, aber es hat sich nicht ausgezahlt. Das hat gerade Schaden gemacht. Boah, mehr Tränke gerade. Auch für Tifa, bitteschön. Na gut. Das ist, glaube ich, jetzt mal voll geheilt. So viel Zeit muss sein. Ja. Ach, dann muss ich jetzt mal hier drüber balancieren. Gut, dass der Hubschrauber gerade nicht da ist. Jetzt wäre nämlich nicht schöne Deckung. Wir können uns ganz schön abknallen. Oh, nicht runtersehen. Da geht's tief runter. Ah, alles bei dir oben? Oh. Jesse. Eher nicht. Jetzt hast du mich schon wieder gerettet. Und ich werde es wieder tun. Du Charmeur. Hey. Weißt du, Claude? Ich dachte wirklich, dass wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Aber da ich mich wohl geirrt. Eine Jesse Spezial? Ja, genau. Aber ich kann. Ach nein. Tifa weint ja. Beobachtet.
Jesse. Tiefer. Da hat sie, würde ich mal sagen, ein bisschen übertrieben mit der Explosion, oder? Heilige Witzke. Also bei Bix hat man gemerkt, er ist so K.O., ne? Aber bei ihr, holla. Ich glaube, wir lassen sie hier mal, ja. Mehr sage ich nicht dazu. Außer, dass Tifa eine gute Freundin wahrscheinlich vermissen wird. Diese Schinderer-Typen. Aber mit einem hat sie recht. Sie hat viele Leute mehr oder weniger auf dem Gewissen, dass sie da Karma ist. Mehr sage ich nicht dazu. Außer, dass die Schinderer bezahlt werden. Beziehungsweise, die wollen ja den ganzen Sektor hier einreißen. Da ist eine Seele für die wahrscheinlich nichts. Das ist krank. Einfach nur crazy und krank. Was denkt sich der Typ, der da oben sitzt und sagt, ja, wir sprengen das Ganze mal runter? Denkt er sich, das ist die Idee des Jahrtausends? Wahrscheinlich. So, ich kaufe mir ein paar Megatränke. Werde ich früher oder später sicher brauchen. Ansonsten, na gut, ein paar Phoenix-Federn sind nicht verkehrt. Passt alles. Oh, hier kann man Zerstörung kaufen, falls man das noch nicht hat. Ich finde interessant, dass Zerstörung hier Barrierendurchbruch ist. Das heißt, man hebt Barrieren auf und Bann, man hebt alles auf. Im Original war das eine Todmagie. Hier ist es eine Zustandsresistenz-Tod. Da war eine extra Magie, die Tod. Ja, da konnte man so einige Gegner instant damit töten. Nicht alle, aber ein paar. Hat auch nicht 100% gegangen. Also ein andermal, da oben geht's Party! Bin ich eingeladen? Ihr Mist alle! Ich werde euch zeigen, wo der Hammer hängt! Barrett! Tifa! Hey, sei vorsichtig! Die greifen von oben an! Durchgehalten. Was glaubst du? Spiel schließlich die Hauptrolle hier! Aber auch uns Star braucht eine Pause. Seid ihr bereit? Ja. Wow. Das war nicht gerade die beste Deckung gerade. Mit den Falschen angelegt, das sage ich euch. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Misch dich gefälligst nicht ein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Versuch's. Ach, was? Versuch's nur.
tue ich auch nicht. Deswegen bringt er auf die Fresse. Und ja, Reno ist schnell wie immer. Ich komme gerne wie. So, Barrett ist wieder mit uns da. Hast also auch Rot besiegt, ja? Da haben wir. Wart's nur an. Das zahle ich dir doppelt halt. Oh, wird schon selten. Ich kämpfe gerade Barrett. Wir hatten ihn schon lange nicht mehr. Okay. Und ja, Reno, wie gesagt, sehr schnell. Ziemlich! Ups, interessant mich hier unter uns gerade hier. Wie toll! Wo ist er denn? Ah, da. Also er meinte, er ist langsam? Nee. Falls ihr fragt, was mich geheilt hat, war Bellets Avalanche-Credo. Dann kriegt den ganzen Schaden ab. Was ziemlich cool ist. So, kurz mal hier analysieren. Das hat er noch nicht gemacht. Reno, ein Mitglied der Turks. Eine Einheit von Shinras Abteilung für allgemeinen Angelegenheiten. Allgemeinen, ist gut. Wenn Nico schnell auf den Beinen greift, er mit seinen speziellen von Shinra gefertigten Schlagschritten im Nahkampf an. Magie der Blitze in meinen Attacken und fühlen seine Schockkessel nur langsam. Ja, weil er blitzresistent ist. Mehr gibt's nicht zu sagen. Außer haut rein. Schockschuss. Laut. Du darfst mal Bio machen. Ja, dann kann ich mir schön Bio giften. Lass mich. Oh yeah. Wo muss das? Oh, ich dachte, ich habe einen Beat dabei. Ne. Was machst du kurz sagen? Bombenabwurf einleiten. Was? Verdammt! Hier macht euch jeder Vollidiot einfach, was er will! Na, ich schließe mich an. Ja. Der Hubschrauber! Ab, da wirft er mir Bomben! Ja, das tust du ran. Oh. Atmen, Bombe! Oh nein, die erste Bombe kann man nicht verhindern. Nachladen eingeleitet. Ah, da laden wir nach da oben. Am besten tut man den Hubschrauber mit Barrett runterholen. Genau, das Fahrzeug gerade nicht aus der Reichweite ist. Ah, da wirft ihn mal mit Pyramiden herum, der Gute. Upp, ja, die Pyramide kann man zerstören. Solange der Charakter, ein Charakter in der Pyramide ist, kann er nichts machen. So soll man das so schnell wie möglich wieder aufheben. Aber ich kann wieder dabei. Doch, bei tiefer. Nach mir irgendwo habe ich's. Ah, Reno? Tschüss, ich! Oh, kann ich denn? Zieh nicht zurück! Ach, er kommt gleich wieder. Was sagst du? Ah, jetzt wieder gut. So. Komm da runter! Kann ich jemanden Blitz machen? Na gut. Ah, die Pyramide wieder. Ups. Besten schnell wegkommen. Ah, gut wieder. Alle kennen da oben. Ah, ja, hol. So geht das. Ups. Hilfe. Den Bericht reichst du ein.
Ach, jetzt geht's erst richtig los. Reno und Ruth. Beide zusammen. Aus welchem Holz die Turks geschnitzt sind. Ich sage euch, was los. Ich geschnitzt bin. So, Ruth. Was haben wir hier? Mit seinen stehenden Muskeln fährt er sich dem Kampf lieber auf seine Fäuste als auf Waffen. Wirksam Wind und Gift. Essenz zu Feuer hat der gute Mann. Gift habe ich sogar dabei. Unser Ruth, ja, der haut gar nicht an. Ganz schön ambitioniert. Ah, sehr ambitioniert. So, einmal bitte Biora. Auf Ruth. Da hat mich hier eine Gift-Check, ne Kleiner. Hier bleibt auch meine Heilung. Hier geht's ganz schön zur Sache. Oh, sowas von. Warte mal. Jetzt kannst du bestellen. Ich darf sogar beschweren. Oh, ich muss erstmal 2 ATB leisten dafür aufkriegen. Das ist geil, wenn ich mal so ohne. Ich frage mich gerade, warum kann ich keine Addons einsetzen? Ach. Hier, 2. Das ist ganz schön hartnäckig. Putz. Ganz schön schnell und ganz schön stark. Au, das war geblockt nebenbei. Und trotzdem daneben. So, wo ist das? Wartet. Ich hab einen Engel dabei. Ne, hab ich doch nicht. Dann bitte eine Phoenix-Feder für Barrett. Dankeschön. Einen nach dem anderen bitte, nicht alle bei der gleichzeitig. Komm schon her! Bitte schön, bitte da! Ah, Reno, schiss dich! Oder auch nicht! Hält doch nicht mehr viel aus! Passiert! Nummer 1! Du bist Nummer 2! Tifa? Einmal bitte Eisra! Ah, Putz! Und ich sage tschüss! Gut! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Hau einfach drauf, wird schon mal schief gehen. Wie lässt es sich stoppen? Minuten. Das könnte knapp werden. Was nun? Die Zerstörungssequenz wurde bereits ausgelöst.
Stopp sie, bitte! Marlene ist in Sicherheit! Eris! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Wo ist meine Tochter? Wo seid ihr? Glaub ich bin... Ihr seid in Kontakt mit dem alten Volk gekommen und habt ihre Nachkommen zurück in unsere Arme getrieben. Dafür haben wir aufrichtig gedankt. Deshalb tut es mir auch leid. Bleibt für euch. Altes Volk? Margot, ihr müsst fliehen! Und wohin sollen sie denn fliehen? Eris! Verankerungen werden gelöst. Bitte sofortige Evakuierung einleiten. Ich will nichts sagen, aber wer immer das gebaut hat, wer hatte die Idee, da einen Selbstzerstörungsknopf einzubauen? Ja, wir müssen jetzt irgendwie hier weg. Geht's hier einen Ausweg? Hat jemand einen Ausweg gestellt? Hey! Hierher! Hiermit kommen wir nach unten! Komm! Na los, Tempo! Ja, ganz und weg. Yeah. Und los! Holy moly. Krass, ey, das Schiene, was wirklich durchgezogen hat. Komplette Platte runter. Alle Leute, die da oben gelebt haben. Auf der Platte. Straßen, Infrastruktur. Alles weg. Mit einer Sprengung. Wer immer der Ingenieur war von diesen Platten, es war eine schlechte Idee, da so eine Abtrennungssequenz einzubauen.